Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des FIFA 14 Pack Openings auf meinem Kanal. Ja, was steht heute an? 2200 FIFA Points, ihr seht's oben links. Die werde ich heute mal alle in einer Folge verballern, weil ich irgendwie Bock drauf habe, keine Ahnung. Und ich bin zu faul, mich meine Folgen zu cutten, deswegen. So einfach ist es. Und wir fangen auch gleich an mit dem ersten. Nee. Ohne Falcao. Falcao darf nie drauf sein. Bringt immer Pech bei mir. Ist so. Mal gucken. El Shaarawy ist drauf. Ist. Na. Na, na. Eieiei. Nix Gescheites. Mal ist hier auf die Transferliste ein paar Sachen. Kovacic. Oder machen wir es doch, wir schneiden doch die Folge in der Mitte, weil ich merke, das zieht sie dann viel zu reich in die Länge. Das können wir schnell verkaufen. So, warte mal, wie viele Packs machen wir dann auf? Das war das erste, ne? 7 machen wir insgesamt auf. 7 Stück. Also ist das jetzt das zweite. Überspringen wir mal. Danny und Berbatov, das sind 2 Rare Player. Das gefällt mir schon mal. Danny und Berbatov. Ja, tun wir so hier. Der Martin Mendel. Den Verein, beide Berbatov auch verkaufen, oder? Den tue ich mir mal in den Verein. Brauchen wir nicht das, da kann man noch einen Verein tun. Schnell verkauft, das war das zweite Pack und ja, Real Player waren drin. Was will man mehr? Drittes Pack. Mach mal Augen zu, oder? Augen zu und einfach nur abwarten. Müsste jetzt bald fertig sein. Machen wir mal auf die Augen. Mr. Kevin. Duplikat. Ach, ich habe schon gedacht. Das ist ein guter Spieler. Der Kevin Kurani. Ja, Wahnsinn. Der Angelrang. Der Name. Ah, der Name ist schon cool. Angelrange. Mein Verein, den brauche ich glaube ich gar nicht mal. Dribbling, ja, kann man ein bisschen verkauft bekommen. Caballé auch. Das war das dritte Pack. Und wir stürzen uns jetzt gleich auf Vidal. Komm, bring mir Glück, Vidal. Du willst du, dass wir mal eine gute Karte ziehen im vierten Pack, oder? Vidal, du warst dabei bei Leverkusen. Vidal, komm. Spolli. Paralta. Spolli. Ernsthaft. Eieiei. Das ist ja blöd. Das war das vierte Pack, ne? Das vierte Pack war's. Ich glaube, die Folge wird auch nicht so lang heute. Weil ich ja nur 7 Packs aufmache in dieser Folge. In der nächsten mache ich dann die weiteren 7 auf. So, jetzt war das vierte. Okay, tun wir es einfach. Auch wenn der Falcao drauf ist, tun wir es einfach. Jetzt kommt das fünfte Pack. Weil Falcao, naja, bin ich so der Fan von. Augen sind offen. Ball dreht sich, wer ist da? Gökhan Inla und Gomez. Hat er Skills? Nee, überhaupt nicht. Könnte was wert sein. Und Pia Biani, obwohl es sind 3 Rare Player. Falcao ist doch gar nicht so schlecht. 96 Tempo. So eine Pace-Hure, ey. Den könnte ich nicht gebrauchen. Doch, Gökhan Inla können wir mal einpacken. Den Verein Rest. Pia Biani, soll ich den behalten? Nee, den auf die Transferliste. Die Verträge nehme ich noch mit.
Verträge sind immer wichtig, kann man auch immer ganz gut verkaufen eigentlich. Fitness auf die Transferliste und Architekt auch, Rest verkaufen. So, zwei Packs haben wir noch vor uns. Zwei Packs. Tim Cahill drauf, hoffentlich nicht Tim Cahill drin, das ist eine Rare Card mit 75. Überspringen wir. Oh, wenigstens. Boah, Duplikat, Abad. Okay, Abad ist ganz cool. Tempo kann man ganz gut verkaufen. Verein. Kabore, das ist ein Burkina Faso Spieler und Burkina Faso ist eine ganz coole Nation, finde ich. War auch fast bei der WM dabei, das glaubt jetzt fast niemand. Was bei der WM? Fragt euch jetzt sicherlich. Die haben in Afrika Qualifikationen, dann muss man, wenn man die Gruppenphase, also erster Platz in der Gruppenphase wird, letztes Pack für heute, muss man noch in so eine Art Relegationsspiel gehen, ne? Da waren sie gegen Algerien, die jetzt auch in der WM dabei sind. Wahrscheinlich Spieler in der WM dabei sind. Und man, sie haben in, also zu Hause, hat Burkina Faso 1:0 gewonnen. Nein, zu Hause haben sie 2:1 gewonnen, so rum war das. Und auswärts haben sie dann 1:0 verloren. Und wegen der blöden Auswärtstorregel da sind sie jetzt leider nicht dabei in der Weltmeisterschaft. Es wäre ziemlich cool, wenn Burkina Faso dabei wäre mit Petroipa, Kabore, wie wir gerade gesehen haben, Bonse, dann haben sie noch Traoré, alter cooles Trikot. Ja, das wäre echt ganz cool. Und das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Packs waren jetzt nicht gerade so stark. Aber mal schauen, was uns nächste Folge erwartet. Also, bis dann irgendwann. Servus und macht's gut und ciao.